gute Laune! Hi, Thomas hier. Wir sind heute noch mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind auf dem Weg von Berlin an die Müritz. Wir sind heute gestartet, wollen heute so die ersten Kilometer schon mal machen. Schlafen natürlich im Wald, Hängematte, Isomatte und Schlafsack ist mit dabei. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dran. Willkommen, dann laufen einfach rein. So, wir drei Wetterfrösche waren so clever und haben erstmal eine Pause gemacht, da es hier leicht regnet. Nur ein bisschen. Emmy, macht sie noch Spaß? Ich hab Bock. Laut unserem cleveren Regenradar soll es ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde jetzt etwas stärker regnen. Wir werden mal so lange hier in dieser wunderschönen Bushaltestelle, die aber auch nicht so ganz trocken hält, ausharren und dann geht's weiter. So, eine Stunde mussten wir jetzt ungefähr ausharren in der Bushaltestelle. Jetzt reißen die Wolken auf, die Sonne scheint, weiter geht's. Ab geht die Fahrt! Der Regen hat uns wieder. Irgendwie ist das ein Déjà-vu. Wir haben jetzt unsere Schutzhütte erreicht. Das wird wahrscheinlich auch unser Tagesziel gewesen sein. Wir werden es uns hier gemütlich machen. Oh man! Nehmen jetzt erstmal mal ein leckeres Teegetränk und oder Kaffee. Und ich melde mich später. Wir waren gerade Wasser organisieren mit unserem guten Sawyer Minifilter und sind so durch ungefähr kniehohes Gras, was schön nass war, und die Schuhe sind dementsprechend richtig. Mann! Ja, wir sind auf jeden Fall klitschnass bis auf die Knie hoch, Schuhe, Socken. Wir haben zum Glück Wechselsachen dabei, wir ziehen uns mal schnell. Mann. Ja, sie drückt vor der Helm. Ein bisschen durchs Gras. Ist noch so. Nicht gucken. Ja, könntest du mit dem DJI jubeln? Ich hab auch was Nettes sagen in die Kamera. Thomas. Frischel. Danke. So, wir haben uns nun wieder ein paar leckere. Sorry. Wir haben uns ein paar leckere Nudeln gemacht, wieder mit Pesto. Essen jetzt Abendbrot, werden uns dann glaube ich auch demnächst mal wieder bettfein machen. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir pennen hier einfach in der Schutzhütte auf dem Boden, schmeißen unsere drei Isomatten, drei Schlafsäcke hier hin, ohne viel Tamtam, und werden uns dann erholen und dann geht's morgen früh weiter. Guten Morgen, wir haben uns heute Nacht hier in der Schutzhütte gemütlich gemacht. Sind jetzt gerade wach geworden. Der Wetterbericht meinte eigentlich, dass es nicht regnen soll die Nacht, aber es hat natürlich die ganze Nacht einfach durchgeregnet. Meine Isomatte, mein Schlafsack ist ein bisschen nass, bei den anderen sieht es auch nicht besser aus. Mein Gesicht war nass.
Für Emmy hat es aufs Gesicht gekriegt. Er musste sich auch unbedingt drehen, damit er mehr Platz zum Schlafen hat. wir schauen mal, dass wir erstmal unsere Sachen trocken bekommen. Wir, die ganzen Sachen, die wir aufgehangen hatten zum Trocknen, sind natürlich noch klitschnass. Also mal schauen, was wir mit denen machen. Wir melden uns. Wir haben jetzt alles zusammengepackt, unsere nassen Sachen in die Taschen gepackt, die durchnässten Schuhe, die immer noch nicht getrocknet sind, wieder angezogen. Und jetzt geht es erstmal Richtung Fürstenberg-Havel und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, nach den ersten paar Kilometern machen wir schon die erste Pause an der Bushaltestelle. Da kommt wieder eine dunkle Wolke auf uns zu und der Regenradar sagt, es soll jetzt noch mal eine halbe Stunde intensiv regnen. Die werden wir mal lieber hier abwarten und dann geht's weiter. Der Regen ist nun endlich vorbei. Es kommt sogar ein bisschen blauer Himmel zum Vorschein. Wir radeln jetzt weiter Richtung Fürstenberg-Havel. Dort wollen wir dann erstmal unsere Vorräte auffüllen und dann schauen wir, wie weit wir heute noch kommen. So, nachdem wir jetzt die erste Husche wieder überstanden haben, wieder ein paar Meter gerollt sind, sind wir auch wieder gut im Trab, dass wir gut vorankommen. Ich glaube, bin ehrlich, heute Morgen hatten wir alle so ein bisschen ein Tief. Unsere Klamotten waren nacht, die Nacht hat es durchgeregnet. Alex und ich mussten in unsere nassen Schuhe reingehen, die noch klitschnass waren von gestern vom Wasser holen. Die Motivation war da echt auf dem Tiefpunkt. Aber jetzt kommt langsam wieder die Sonne raus, das Wetter klärt sich auf. Jetzt marschieren wir Richtung Fürstenberg und dann schauen wir mal, was wir heute noch schaffen. Unser Ziel ist heute nach Miro zu kommen. Wir haben da noch ein bisschen umgeplant und dann von da aus morgen wieder den Heimweg anzutreten. Na, mal schauen, wie der Wettergott uns unterstützt bei der Tourenplanung. Die Stimmung ist einfach auf dem Höhepunkt. Es regnet wieder. Also die Stimmung könnte nicht schöner sein. Hä? Die Socken sind nass. Ey, wie sag mal was, kleiner gute Laune Bär. Eins, zwei, drei. Gute Laune! Die nächste Regenfront ist überstanden. Das Wetter ist echt scheiße. Bin ich ehrlich. Wir machen uns jetzt weiter von Fürstenberg Richtung Wesenberg. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bis zum nächsten Regen.
haben nun wieder ein bisschen Strecke gemacht und haben jetzt hier erstmal einen schönen Spot am See gefunden, wo jetzt auch mal die Sonne scheint. Und hier im Hintergrund seht ihr vielleicht, irgendwo da hinten, wir erstmal unsere ganzen Sachen schnell mal aufhängen zum Trocknen, solange wie die Sonne scheint. Und werden uns mal was zum Mittag zubereiten, die Sachen trocknen lassen und dann schauen wir mal weiter. Wir machen jetzt erstmal schön eine Kaffeepause. Die Männer trinken erstmal einen Kaffee und der Rest trinkt Tee. Ja? Ich habe mir hier vor kurzem so einen leckeren Kaffeefilter gegönnt, womit ich mir immer frisch gebrühten Kaffee gönnen kann. Leckeren, ja? Ja, der, weil der Kaffee lecker ist. An dem Filter. Das ist auch noch Ingwer-Tee. Und heute Abend komme ich wieder angeschissen. Kannst du vergessen. Kannst du einfach vergessen. Aus Prinzip jetzt schon nicht. Nee. Ich werde mir morgen früh mein Cappuccino schmecken lassen, du. Gib mir das heiße Wasser zu holen. Das ist mein Wasser, du Bauer. Dann mach's kalt, aber es ist meine Hitze. Es ist doch lächerlich. Wir haben jetzt unser Nachtlager gefunden. Werden jetzt erstmal unsere Tarps aufbauen. Heute schlafen wir wieder in der Hängematte. Wir sind wieder tief im Wald mit unseren Fahrrädern. Stück weg vom Weg und rein in den Wald. Und jetzt bauen wir erstmal auf. Mein ganzes Equipment habe ich natürlich alles in diesen Fahrradgepäcktaschen. Ich habe zwar noch einen Rucksack mit bei, da ist meine Trinkblase drin für unterwegs und ja, meine Snacktüten und meine kleinen Sitzkissen, hier als die faltbaren Isomatten, die habe ich dann noch mit reingestopft. Ansonsten den Rest habe ich alles hier hinten drauf. Einmal in dem wasserdichten Sack hier meine ganzen Textilien, Wechselsachen, Schlafsachen, drum und dann Hopsasa. Hier unten drunter klemmt noch die Elefantenhaut. Dann hier habe ich alles drin, was Schlafequipment angeht, also mein Schlafsack, Isomatte, Tarp und irgendwo da unten ist auch noch meine Hängematte. Und auf der anderen Seite habe ich mein Kochequipment drin, meine Hygienetasche. Ja, ich habe mir nochmal einen tollen Flipflops mit eingepackt. Bin ich echt froh, dass ich die mit eingepackt habe. Dadurch, dass meine Schuhe nass waren, haben die mir echt noch ein bisschen den Arsch gerettet. Ja, und so ein bisschen Kleinkrams drum und dran. Viel mehr ist gar nicht mit dabei. Ja, insgesamt hat eine Tasche 20 Liter, so dass ich mit dem Wassersack auch auf ungefähr 60 Liter komme, plus mein Rucksack. Ja, damit transportiere ich mein ganzes Equipment. Wir haben nun Abendbrot gegessen und gönnen uns jetzt noch ein alkoholisches Erfrischungsgetränk und werden noch in Ruhe den Abend ausklingen lassen. Sag guten Morgen, Alex. Guten Morgen, wir haben uns jetzt ein leckeres Frühstück zubereitet, also war halt auch nur Müsli und Kaffee und lassen hier noch ein bisschen die Sachen in unserem Camp trocknen und werden dann gleich abbauen und uns dann auf die letzte Etappe Richtung Bahnhof machen. Ja, und dann ist auch schon wieder Heimreise angesagt. Ging wieder schneller als gedacht, auch wenn das Wetter nicht auf unserer Seite war, war es doch eine schöne Tour, auch der letzte Abschluss hier nochmal, oder die letzte Nacht in unserem schönen Bushcraft Camp, wo wir eine perfekte Symmetrie erreicht haben.
dass wir uns alle sozusagen gegenüber sitzen und miteinander noch schnattern konnten. Genau, wir werden jetzt dann gleich zusammenpacken und dann geht's los. So, der letzte Abschnitt beginnt. Wir sind jetzt angekommen am Bahnhof Wesenberg, werden jetzt in den Zug einsteigen und dann wieder Richtung Berlin, Richtung Heimat fahren. Ja, ich glaube, wir haben unsere Tour 2 Tage zu früh gemacht. Die nächsten Tage soll nur noch schönes Wetter werden. Da, wo wir unterwegs waren, hat es natürlich nur geregnet. Aber egal. Wir werden im Zug schon mal die nächsten Abenteuer planen. Also seid gespannt. Bis dann. Ciao.